Ja, halli und hallöchen, meine lieben Freunde, und damit darf ich euch zur neuen Folge vom Retro-Fighter begrüßen. Ja, wir spielen mal wieder Ramen 1. Einfach weil ich mal wieder Bock hatte. Okay, ich habe mich gerade gefragt, ob ich mal wieder hintre. Erstmal ist das Spiel viel zu laut. Zweitens war ich gerade richtig scheiße. Weshalb ich gleich nochmal safe laden. Staten werde. Hier. Ja, Raymond 1 mal wieder. Sehen wir nicht. Ja, man sieht die Maus. Oh Gott, das wusste ich gar nicht. Weißt, wir haben auch einfach gar nichts mehr, weißt? Wir haben einfach nur noch ein HP und 0 Leben. Das ist echt toll. Okay, ich will eigentlich nur nach unten. Ohne zu kriechen. Ob wir das so schaffen? Ich habe versucht, mit der Faust zu schlagen, aber ich habe vergessen auszustehen, ich Idiot. Warte, spreche ich mal hier nochmal. Ja. Ich habe ja gesagt, dass ich in dem Projekt ein bisschen mehr mit Celestis arbeiten will. Ernsthaft? Wirklich? Ernsthaft? Was war das? Ja, die Musik läuft ja im Hintergrund, das wisst ihr ja. Aber dass wir es das geschafft haben, Alter, ich weiß nicht wie. Wow. Ich habe Angst. Geht weg, Stacheln, danke. Oh, danke. Weiter. Ah, ich muss mich konzentrieren, Alter. Na, hier runter. Oh, hoch. Runter. Oh, ich habe gerade Rayman Revolution gespielt, deswegen kann es gut sein, dass ich jetzt ein bisschen mehr Skill habe als sonst, weil ich gerade schon in vollen Rayman und Jump'n'Run und so drin bin. Nein, man meint, ich bin scheiße. Vielleicht überlebe ich das ja. Nochmal. Wir packen das. Ich glaube an uns. Oder an mich. Irgendwo da drin. In mir. Oh, ihr wisst ja, dass ich hier mit dem Dings arbeite, mit dem. Nicht der Safe State. For fuck's sake. Mit dem Windows Media Player, weil ja irgendwie die Musik in-game fehlt, weshalb es gut sein kann, dass ich das hier wieder kurz ein neues Musikstück hört und ich dann wieder zurückspringen, dass halt das Musikstück von dem Level eben läuft. Also wundert euch da nicht. Das ist dann ganz normal. Nein, ich hätte hochgehen sollen. Jetzt haben wir nämlich nur ein Leben und es wird niemals reichen. Das prophezei ich euch. Ich habe gesagt, es reicht nicht. Ich habe es gesagt, aber ihr wollt es mir ja nicht glauben. Ich habe ja gesagt, Patrick, du schaffst du bestimmt einen Scheiß, schaffe ich. Ich bin Kacke. Diesmal gehe ich da hoch. Hui. Patrick. Oh Gott, die Stacheln, okay. Die Wolke war hier. Ich lebe noch. Ich lebe. Ach je, was ist denn los heute? Ich erwarte auch noch. Naja, wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, um besser zu werden, ne? Da lacht sogar Raymond ein bisschen. Hinko! Ayano! Usukayo! Ayanuto! Ikato! Aya! Usu! Ikoto, Ayanoyo, Okayo. Ja, ich rede sehr gerne Japanisch in meinen Let's Plays. Okay, das war vorher aber auch wirklich schlecht, einfach nur. Ha! Geh doch da rüber, Arigato. Boah. Weißt du, kannst danach einfach nichts mehr machen. Das ist das richtig kranke Problem. Wenn ich jetzt noch ein Problem habe, kann es sein, dass ich die ein oder anderes Mal selbst reden werde. Hasst mich dann bitte nicht dafür. Ich guck mal. Ah, ich hasse alles hier, was hier ist. Diese Stacheln und diese blauen Stacheln. Früchte, Steine, keine Ahnung. Hasse alles hier. Was? Hier hat alles Stacheln. Die Felsen haben Stacheln.
Die Gegner. Warum bin ich eigentlich gesprungen? Bin ich eigentlich komplett behindert? Die Gegner haben Stacheln. Die Steine haben Stacheln. Alles hat Stacheln. Sogar Raymond hat stachelige Haare. Ach, herrje. Was ist das eigentlich für ein... Schießt der? Oh. Fahr einfach nach oben. Gib mir die Leben. Und dann gehen wir wieder runter. Hör auf zu laggen, danke. Hallo. Akanoyo. Isatoyo. Akaya. Oyako. Io. Und du. Io. Okaido. Wie funktioniert es, Japanisch zu reden? Zumindest tue ich so, als wäre es Japanisch. Ob das wirklich japanische Wörter sind, das stimmt mich nicht fragen. Ich kann kein Japanisch. Hayo! Ich bin ja eigentlich gesprungen, ne? Und das habt ihr auch alle gesehen. Ich habe gerade auf den anderen Bildschirm geguckt. Das war keine gute Idee. Das stresst mich, Leute. Dieses Spiel stresst mich gerade mehr als meine Arbeit heute. Oh. Ferien aber nun so, ihr wisst Bescheid. Hoch! Rüber! Runter! Runter! Ganz in Ruhe, Pam. Hi! So, jetzt aber. Ach, wir müssen es wahrscheinlich zu erstucken. Dann, ja, das ist natürlich deutlich leichter als springen. Das kommt aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Natürlich. Hi. Schieß mich ab. Was? Hi. Es hat mich zwar eigentlich berührt, aber sag lieber nichts, sonst kommt noch irgendwie irgendjemand und sagt, du bist eigentlich tot und keine Ahnung. Also um Licht zurückzuschalten, dafür habe ich irgendwie immer Zeit, wisst ihr das? Okay, wieder mit Japanisch. Kyo, Niko, Asuyo, Yono, Ayako. Ayo, Ayono, Katoso, Ayako, Ayo. Du, Hurensohn. Ey, wenn sowas nochmal kommt, Alter. Ihr wollt mich auch echt gerne verarschen, wenn sowas... Am besten ist ja einfach gar nichts mehr. Nein! Wolke! Es war so knapp. Es war so knapp. Ich habe gewusst, ich hätte einen Helikopter benutzen sollen. Ich war mir halt irgendwie unschlüssig, wa? Diese Angst, wo ich immer krieg, Alter. Die ich immer krieg. Ich möchte keine falschen... Ich habe das Wort vergessen. Sorry, ich habe gerade Ferien. Ich muss nicht an solche Wörter denken. Also wie die Wort. Hayo! Okayo no Iyoso Akayo no Yota! Hui. Ich bleib liegen. Ich stehe nicht auf. Das kannst du vergessen. Okay. Ich habe gedacht, das Spiel wäre hängen geblieben. Weißt du, das ist überhaupt nicht unfair oder krank oder übertrieben oder scheiße oder behindert. Ich rage bei dem Spiel mehr als bei LOL, Alter. Das ist was heißen. Bei LOL rage ich ja auch nicht. Ich heiße ja nicht Medi. Alter, lass mal Medi, Raymond. Gleich weiß ich, was es tun darf, wenn das nächste Mal bei mir ist. Ayo. Ich habe jetzt gar kein Japanisch geredet. Tim, 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 den Running Gag verkackt. Verkackt. Oh, Alter, sorry für die Besteuerung. Du bist ein... Warte. Weil die Faust abgeprallt ist und... Natürlich. Nö, es macht Spaß. Toll. Super.
Ayono Kusai-san Eanakoto. Also du kannst solche Level gleich erstmal schaffen, weil du einfach noch nicht weißt, was kommt. Das ist so abgefucktes Spiel. Ist so. Ich meine, das ist cool, klar, aber... Allein das schon. Das dann gleich nochmal kommt vor allem. Alter, nein. Warum? Okay, ich werde nämlich mit Safe States arbeiten. Ich weiß auch genau wo. Eigentlich piekt es sich ja da unten an der Nase auf, wa? Wisst ihr das? Wenn man mal genau ist. Ayonokoya, ayo. Sukoi, ionakata. Ach ja. Mir ist doch scheißegal, dass ihr das seht, ne? Das Gewicht am Dödel vorbei. Ich hätte gerade fast vergessen, Alter. Beziehungsweise ich hab's sogar vergessen. Ja, natürlich! Halt! Okay, was ist da? Ich guck einfach mal hin, wir haben mal gespeichert. Okay, da müsste ich springen. Das interessiert mich jetzt. Das gucken wir jetzt kurz nach. Okay, nochmal. Ich habe vergessen, dass wir nicht bei der Wolke bleiben. Wir müssen wahrscheinlich nur einmal springen. So. Ich will das jetzt irgendwie schaffen. Ich habe da jetzt Bock drauf. Keine Ahnung warum. Okay, gut, das ist mir dann doch zu schwer. Beenden wir das Level. Ha, endlich. Endlich. War schlimm. Ist eigentlich echt immer das gleiche? Nee, der wird schon passen. Die Pflanze ist voll schön. Ich hab gedacht, die macht irgendwas. Stirbt einfach allein. LC, ich will das haben. Danke. Wisst ihr eigentlich, wie sehr ich euch hasse? Ich habe einen so großen Hass auf euch. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wee. Wie komme ich da? Ich krieche. Ja, ach, da ist nochmal ein Stachel auf dem Boden. Hat er irgendwie gar nicht realisiert, du. Da hoch, da hoch, da. Ich will da runter, da gibt es ganz viele Edelsteine. Also du sollst... Zusatzlevel. Ja, nimm. Ich will es ausprobieren. Okay, los. Schon mal verkackt, normal. Hier musste ich haben. Jetzt habe ich verkackt. Fünfzehn werden es. Oh, ups. Ja, warte mal. Egal. War nett, hat Spaß gemacht. Wo geht's da hin? Oh, ich habe mich nicht festgehoben. Auf ein, leckiges Neues. Mhm. Komm her, Wolkilein. Hey, Juno! Nochmal. Nochmal.
Ach, da ist ein Käfig. Wir freuen. Toll. Ayo no ku yo. Nicht ihr schon wieder. Warte hier nochmal. Einfach kriechen, springen. Kriechen. Gib mir das. Fickt euch einfach in den Arsch, Alter. Ein Safe State. In-game. Gehst da runter wo? Haha. I knew it. Ich kann das falsche Lied laufen lassen. Wisst ihr das? Oh, ups. Was das war, ich weiß nicht nach meinem Game jetzt. So. Ey, Wolke, kommst du zurück? Ich hasse. Ach nee, kein Scroll-Level. Ach, ob man stirbt, wenn einen der Rand berührt. Das konnte ich voraussehen. Das ist bei jedem Spiel so, dass du instant stirbst, wenn dich der Rand berührt. Immer. Generell ist das so. Warum? Jetzt lässt nicht mehr. Also. Alter! Nee. Nee. Nun da doch. Reim an, du Hurensohn. Kann man nicht auch so? Okay. So, jetzt aber hier rüber. Dadurch. For fuck's sake, dadurch. For fuck's sake. Dahin. Ich weiß nicht, wie du das schaffen willst, ohne dass du stirbst. Alter, was ist denn das? What the? Ich meine, das ist kein Problem, aber ich verstehe nicht genau, wie ich die Plattform benutzen soll. Ganz ruhig, nicht aufregen, nicht aufregen. Alter, ich habe noch bei keinem Spiel so sicher wie bei Rayman. Ohne Spaß, Alter. Geh auf. Arigato. Ist immer da. Ich glaube, die mögen kein Japanisch. Daran muss es liegen. Kann ich euch in Japanisch beleidigen? Ich kann zwar nicht besonders viel, das ist schon nicht besonders schlimm, aber ich kann's. So, einfach YOLO. Halt, warte, jetzt brauche ich erstmal das hier. Dankeschön. Warum spawnt der Kack eigentlich einfach aus dem Nichts? Das gibt mir so ein bisschen auf die. Ich wollte eigentlich nicht selbst sehen, sondern. Lass mal. Toll. Ach nee. Sag mal, musst du mich jetzt eigentlich auch noch? Was? 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 Gut, dass ich aus dem Sinn doch gesaved habe, Alter. Geh doch da hoch. Hör auf zu laggen. Alter, for fuck's sake. Danke. Jetzt warte. Ich hab das da unten nicht verstanden. Spring doch. Warum bleibe ich da nicht stehen? Das ist mittlerweile dabei verstanden. Nein! Nochmal. Es war dann doch nicht so schwer, wie erwartet. Du machst einfach Hurensohn, gehst weiter. Nimmst das, gehst weiter. Duckst dich, machst wieder Hurensohn. Der Rand hat mich schon wieder getötet. Das ist der böseste Rand auf diesem verfickten Planeten. Ayono Kutu. Achso. Ayo. Jetzt verreck mal, Alter.
Blöde Wichsgesicht, Alter. Krieg ich. Ja, das ist klar. Deine Mutter. Wer hat jemand geschrieben? Oh, warte mal, das könnte wichtig sein wegen dem Zocktermin nachher. Okay, doch nicht. Eigentlich wollte ich mich hier heute noch Ion zocken, aber der kommt irgendwie halt erstmal. Der tollste Selbstdeck der Welt, Leute. Warte mal, der kam doch bestimmt irgendwie hoch. Also, da gehst du bestimmt wohin da hoch. Aha, nicht die Wolke hier umsonst da. Sorry. Boah, Alter, immer diese Stachelfische hier überall. Richtig kretze. What the fuck is wrong with you? Du läufst. Also ein Lavateil. Okay. Plötzlich sind es 400 Milliarden. YOLO MAUTA DODO! Habe ich schon mal gesagt, dass ich dieses Spiel abgrundtief vergöttere, nicht? Allein das da, dass du den Sprung teilen musst und nicht von den Stacheln am verfickten Rand getroffen zu werden, ist sowas von assi. Oder das? Wer programmiert sowas? Wer ist so ein herzloser, sadistischer Mensch? Ich möchte jetzt keinen beleidigen, der bei dem Spiel irgendwie programmiert oder so, aber es ist so. Es ist hier nichts. Oh. Danke, da komme ich auch gut hin. Dankeschön. Da, das meine ich mit dem Sadismus in diesem Spiel. Oder das? Warum? Warum? Ach, du möchtest der Gassen mal hoch und dann. Oh, hallo, ich will dich lieb haben. Joko. Natürlich die Stacheln von da oben. Auf jeden Fall. Nicht irgendwas, was mich töten möchte? Ah, danke, ich hab schon. Die Wolke. Ach, komm schon. Dies ist mein Checkpoint, Alter. Ach, fuck. Ja, ich fange bestimmt hier nochmal an. Wie habe ich da überlegt? Ich. Boah, oh, ich. Wo geht's denn da hoch? Okay, jetzt muss ich kurz hin. Fick dich! Fick, lass mich in Ruhe! Du willst da hochgucken? Und dann sowas. Sowas motiviert einen ungemein, wisst ihr das? Und denkst du, oh guck mal, da oben könnte vielleicht ein Geschenk, ein Leben oder irgendwas Nettes sein, weil dir das Spiel mal was Gutes will. Nein, du wirst nochmal von hinten in den Arsch gefickt und zwar ohne jegliches Kondom, natürlich, danke. Oh lol, der war gut. So, ich geh's da trotzdem hoch, weil ich sag YOLO MAUDA DODO. Du bist mir scheißegal. Okay, so funktioniert es auf jeden Fall nicht.
Hm. Oh. Auch wenn er zweimal geworfen hat, vollzieht er sich. Das heißt, ich muss eigentlich nur juken. Der wirft es direkt auf mich. Wirklich. Warum habe ich nicht reagiert? Das hätte ich gut schaffen können. Ups, nochmal. Ich möchte als hochkommen. Das motiviert das. Starrt mich jetzt an. Ich will es jetzt schaffen. Okay, er wirft so, dass es mich immer trifft. Gut zu wissen, dass ich weiß, wie der Penner programmiert ist. Echt? Das kannst du nicht. Den kannst du nicht aufhören. Kannst du mir erzählen, was du willst. Okay, zieh hin. Ui, und hier runter. 88 Touchdowns! Sorry, der musste sein. Halt. Wo bin ich? Was mache ich? Tschüss, ich gehe in den Ausgang. Lasst mich alle. Lasst mich alle in Ruhe. Lasst mich einfach in Ruhe. Das Spiel schafft mich, Leute. Das Spiel schafft mich echt. Warte mal, wo ist denn das Lied? Was ist das da? Da steht Mr. Stone Speaks. Aber hier gibt es nur Mr. Sachs, Mr. Dark und Mr. Scops. Wir können eigentlich sowieso nur kurz reingucken, weil wir sowieso gleich... Ey, lol, war da hinten gerade sogar schon der End? Jetzt warte. Hi, ihr Menschen. Ich würde gern kurz zurück. Kann ich da schon hin? Ah, ne, ich kann nur den Endgegner schon sehen. Das ist ja schön, dass man so einen kurzen Einblick in den Endgegner bekommt. Das ist echt toll. Hi. Was ist denn da? The musician gives Raymond a super helicopter with power. Leute, läuft doch Musik. Ja, die kommt von dem. Wie die Idee wird natürlich nicht erklärt, warum auch. Fuck. Das ist jetzt der... Warte mal, ich gehe jetzt einfach... Ich gehe jetzt raus. Tschüss. Muss ich da etwa hoch? Natürlich muss ich da hoch. Das war jetzt die Rache fürs Safe-Staten von Ubisoft wahrscheinlich. Weißt du, warum laufe ich noch in den Brocken rein? Da willst du kurz reingucken, da ist keine Ahnung, wie der Helikopter funktioniert. Ich habe wahrscheinlich die Pfeiltasten, oder? Kann das sein? Stirb an AIDS, Alter. Ohne Spaß, stirb einfach an AIDS. Wartet, wartet. Ich will jetzt den Scheiß... Okay, jetzt wartet. Ich will den Käfig haben. Ich will den Käfig haben, der da ums Bomben runterspringt. Ich will den haben. Wenn du da auch verarscht bist, weißt du, spring ich runter und dann kommt ein Käfig. Wie komme ich da nicht wieder hoch?
Da kommt man gar nicht wieder hoch. Ernsthaft, ich gehe. Nee. Sehe ich nicht ein. Nee. Ich gucke jetzt noch kurz, wie das... Soll ich noch kurz gucken, wie die Power funktioniert? Komm, ich zeige es euch kurz. Ich meine, ich weiß ja selbst nicht, wie sie geht, aber... YOLO. Nehmen wir das mit Scopes, war nicht cool. Vor allem, dass auch dann seine Gitarre wieder ganz wird, wenn ich sie... Ach, X to you. Ich muss X spammen, so, so. Muss man auch erstmal wissen, wa? Das wir in Realm Revolution auch gerade erst mit der Lava und so. Nun ja, ich würde sagen, wir haben den Hashlift Level geschafft. Das war jetzt eigentlich so ganz spontan. Die andere Hälfte machen wir dann nächstes Mal. Ja, ich würde sagen, dann Raymond tut gerade in seinen Tod. Okay, jetzt hängt er sich fest, weil wenn ich aus dem Bild gehe und die Endcard wechsle, dann geht er irgendwie, meint Raymond, nach rechts, rechts gehen zu müssen. Und dann würde ich sagen, was von einer weiteren Folge mit dem Retro Friday, alle Rayman Retro Punkte, das heißt die ersten drei Parts zu Rayman Revolution finden und Rayman 1 finden in der Beschreibung, da gibt es auch die Links zu Rayman Origins, Rayman Legends und Rayman Revolution, das heißt alles, was mit Rayman zu tun hat, unten in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat es gefallen und empfehle euch die ersten Folgen und die Playlist vom Retro Friday, wo ihr alle Retro Projekte durchgucken könnt. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen oder einen Kommentar skippen und den der lassen. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ja, was kannst du noch zu sagen? Also, tschüss, Silly.